Hallo zusammen und guten Abend. Hier ist der Mendelssohn-Mix, der Mutter von Hub. Oh, heute ist wieder der Wurm drin. Oh, vierter Anlauf, Ansage. Ach, nee. Heute. Ich weiß auch nicht. Mal sehen, ob ich jetzt sauber durchkomme. Egal. Ziehen wir jetzt durch. Es geht heute wieder um den Ecto von Ghostbusters. Den Ecto 1. Und im Detail Stoßstange und Nebelscheinwerfer. Ich habe da schon ein bisschen reingeguckt. Wieder in das Heft. Baufolge 3. Ganz aufgeregt. Aber ich glaube, wenn ich da nicht aufpasse, geht mal was schief. Und zwar, ob die Dinger gleich richtig liegen werden. Wow, bezweifle ich bei mir. Das Ding habe ich schon gelöst, damit es nicht so, ihr wisst schon, was ich meine. Da habe ich auch schon mal einen Blick drunter gelinst. Der Rest bleibt drin, ist drin. Alles Plastik, bis auf die Schrauben. Die habe ich noch nie angefasst. Die können wir ja mal schnell auspacken. BM, was sind das? BM, DP und meine geliebten AP-Schrauben. Das Arbeitspferd des Partwork-Modellbaus, würde ich mal sagen. Also wenn man mit den AP-Schrauben auf guten Fuß steht, nicht auf Kriegsfuß, sondern ja, wenn ihr die mögt, dann habt ihr schon 80% verschraubt und den Sieg auf eurer Seite. Ich habe ja zuletzt geschrieben, die Räder müssen rollen für den Sieg beim Trabant. Mir ist nichts anderes eingefallen. Okay, aber jetzt geht es um den Ecto und ich hoffe, dass ich, ich hoffe natürlich, scheiße, habe ich mich nicht drum gekümmert. Wo ist denn die Folge 1? Ich glaube, ich muss einen Schnitt machen, weil ich habe ganz verpeilt, dass ich das Nummernschild brauche. Oh nee. Ich muss. Muss ich suchen oder habe ich? Ihr könnt ja mal schätzen. Ich muss suchen. Ich muss schneiden. Scheiße. Verdammt, bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich bin durchs Areal gelaufen hier. Modellbauplatz. 2x2 Meter. Es ist verdammt viel Platz und nach viel Umstapeln, hoffentlich brauchen wir nicht mehr, habe ich dann doch das Ecto-Zeug gefunden. Das Schildchen, auch wieder Metall. Neff. So, Heft 1, dass sie bereitgelegt haben. Ja, tu mich auch. Schild so einsetzen, das Ganze zudrehen, zwei Teile, bla bla. Ich hoffe, ich brauche auch eine alte Schrauben hierfür. Man merkt, man lernt beim Ecto, bevor man die Folge anfängt, vielleicht auch lesen und alte Teile raussuchen. BM, doch da oben. Da oben, ihr seht sie gerade nicht, schieb sie rein, schieb sie nicht rein. Ja, hier oben habe ich sie liegen. Ich nehme jetzt zwei BM-Schrauben, die in der Lieferung waren. Ich habe das Gefühl, ich laufe wieder bloß. Ja, gut, dann ist halt so. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit. Und wie setze ich das ein? Was ist oben, was ist unten? Blamieren wir uns mal wieder. Wie ist es nicht? Ich ziele mal kurz. Das sieht auf dem Bild so aus wie so. Ich guck mal kurz. Ja, geht. Und andersrum geht nicht. Also irgendwie dran fummeln, bis es geht. Dann habt ihr es richtig verbockt. So. Wir machen natürlich noch ein paar Kratzer dran, wenn man das Ganze ein bisschen so behandelt wie ich. Naja, gut. Nee, alles perfekt. Sagt der Laie. Jetzt könnt ihr ja wieder anzoomen, wenn ihr wollt. Damit man die ganze Unordnung nicht sieht. Und drehen auch das Schräubchen rein. Und ich glaube, dann ist die Folge auch schon zu Ende.
es ist schon wieder spät. Und ach, über das andere Projekt sage ich jetzt nichts. Wir bleiben heute mal beim Ecto. Aber seltsamerweise habe ich noch einen Preis übrig von der letzten Verlosung, falls es jemand interessiert. Ja, den Euro, den 25-Euro-Gutschein wollte keiner haben. Mhm. Die 25 Euro sind auch da, den Gutschein habe ich noch nicht bestellt. Ich glaube, ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wenn ihr wollt. Das Ding geht ja in den Pott rein. Ob ich nicht beim Modellbaukönig vielleicht mal das Ding reinhaue, den Gutschein, sondern vielleicht nicht Plastikmodellbau, sondern vielleicht, ich suche mir einen Anbieter aus, der vielleicht auch ein bisschen mit Holz zu tun hat. So Krickmäßig oder Okre, und dann könnt ihr mir vielleicht auch einen guten Händler mal empfehlen, reinschreiben, obwohl man Gutscheine herbekommt. Dann haue ich die 25 Euro rein und vielleicht nochmal 25 Euro, weil die einen sind ja über. So, aber wieder zurück zum Geschäft. Ich will ja noch ein Stückchen weiterkommen mit dem Ecto heute. Ein bisschen Bammel habe ich schon, weil jetzt kommt der kritische Teil für mich. Ich glaube, da werde ich scheitern. Ich nehme ein L aus der Verpackung. Ich lese die Teile jetzt nicht vor, da habe ich keine Lust zu. Und das Chrom sieht, oh, diesmal passt das recht gut. Muss nicht jammern auf hohem Niveau. Dann nehmen wir das L so raus, wie es ist, und setzen die Scheinwerfer. Das ist so weit weg, ich kann es nicht lesen gerade. Setzen den Käse hier ein. Ja, ist ja gut. Nicht so negativ. Alles gut. Stell mir mal vor, das Modell wäre noch kleiner. Wow. Also mit den Wurstfingern komme ich nie ran. Ich muss das wirklich so einsetzen mit Pinzette in meinem Fall. Pinchette. Ja, sowas gibt es. Nee. Doch. Doch, so, ja. Wie auf dem Bild. Das L ist aber, also mal rausnehmen. Ich bin jetzt heute mal Krümelkacke, weil Tommys Modellbau hat mir auch fertig gemacht. Da habe ich doch beim R2D2 einen Fehler gemacht. So, jetzt habe ich das L richtig rum. Das L, ich glaube, das ist entscheidend, ist auf dem Bild genauso. Ich zeige es kurz. Nicht, dass es heißt, Penner. Muss ich bloß noch scharf stellen. Guckt in der Mitte genau beim Steg auf das L, falls ihr es erkennt. Ich mache das jetzt genauso. Ich hatte es jetzt auf dem Kopf stehen. Und das L mache ich jetzt genauso da drinne und schmeiße es durch. Wie auf this picture hier. Mist. So, nochmal versenken. Eieieiei. Man kann es ein bisschen Rüttelplatte spielen, so. Und dann schubbelt das dann selber rein. So, dann nehmen wir Leck mich 1. L1. Ja, schmeißt das Ding um, genau so. Das braucht die Welt. Jetzt gucken wir wieder auf das Bild und das L1 muss unten links sein. Und dann gucken wir, dass wir es hinbekommen. Und jetzt geht der Wahnsinn los wahrscheinlich. So, so, so. Oh, es ging, es ging. Es ging, es ging, es ging, es ging. Es ging an der Wand, an den Baum, an den... Ach, die geliebten AP-Schrauben. Ja, jetzt geht's los, Freunde der Sonne. Wie ich freue mich. So. AP-Schraube. Flach, ganz flach atmen wieder. Das tut eventuell doch was. Nee, nee, nee. Nee, die will nicht. Nee, will nicht. Nicht wirklich.
will nicht mehr raus, will nicht mehr rein, will nicht mehr raus. Na, toll. Ah, das fängt gut an. Wie sieht es von hier aus? Aus, sieht aus wie aus. Sieht relativ gut aus. Komm, dann nehmen wir die zweite. Na, na, na. Natürlich. So was muss mir passieren. Das muss aber nicht am Material liegen. Das kann daran liegen, dass ich einfach keine Ahnung habe. Und Linkshänder bin. Das ist die Erklärung für alles. Sieht irgendwie komisch aus. Das gibt's doch nicht. Geht hier rein, geht hier raus. Ja, jetzt wird es gefährlich. Wenn ihr anfangt mit Pulen, wird es ganz gefährlich. Also dann sind wir schon an der Grenze. Jetzt nehme ich mal einen anderen. Der war jetzt besser, der Schraubenzieher. Hat mir Lippen gerettet. So, fangen wir nochmal von vorne an. So. Rütteln, schütteln. Einwandfrei. Einwandfrei. Bild anklotzen. Ja. 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 Nö. Oder doch? Oder ja. Das hier oben, ja, richtig, hier oben ist die Bohrung. Ja, sieht ein bisschen aus wie, naja, ich sag nichts. Ah, Sonderschüler beim Bauen. Ja, ja, ja. Beim Wie immer hier alles falsch machen. So, und nochmal zielen und nochmal rein. Diesmal hat der lange Schraubenzieher eventuell den kürzeren gezogen und der Kleine macht das Rennen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Der war jetzt der bessere. Die bessere Wahl. Und schauen wir mal, ob das so bleibt. Knicksi Knacks. Kommt das Licht schlecht rein, ich weiß. Die Aufnahme wird bestimmt bescheiden sein. Aber besser kriege ich es jetzt auch nicht hin. Ja, bis jetzt sieht es gut aus, würde ich sagen. Bis jetzt scheint es zu passen. Mit dem Scheinwerfer und mit dem Glas. Spaß, Glasspaß. So, L, 2 nach oben, oben links. Ja, genau wie auf dem Bild. Bin aufgeregt. Das war bestimmt nicht scharf, die Einstellung jetzt. So. Also rütteln, schütteln geht wirklich gut. Habt noch ein bisschen Mut. Und alles wird gut. So, okay. Vorher vielleicht wieder die Schraube aufziehen. Auf den komischen Schraubezieher. L. Weil sonst muss das Teil wieder neu einlegen. So wie ich gerade. Rütteln, schütteln. Diesmal nicht. Oder doch? Ja, schon. Es schüttelt sich. Shake it, baby. Shake it. Shake it, shake it. Ach, das, wenn ich das Lied wieder reinschneide, dann gibt es wieder Lizenzprobleme. Kriege ich wieder bloß Ärger. Ansonsten hätte ich das jetzt ein bisschen musikalisch unterwandert, hätte ich jetzt fast gesagt, untermalt. Ne? Weil mit Musik tut man ja malen. Malen nach Zahlen. So. Jo. War eigentlich halb so schlimm. Halb so schlimm. Große Schnauze kann man aber haben danach. Naja, so ist das Metal halt. Überall noch mal ein bisschen nachziehen. Man hat jetzt das Gefühl für das Chromteil. So, jetzt bin ich gespannt. Auf die Plätze fertig. Guckst du. Oh. Ich sehe nicht wirklich einen Spalt. Also hat gut geklappt. Vielleicht noch ein Poliertuch irgendwo hinlegen. Dasselbe machen wir jetzt nochmal und das machen wir ein bisschen schneller. Weil ich glaube, ja, der Akku hat nur 2 Balken. Ihr wisst, was das heißt. Muss Gas geben. Oh. Nee, nee, nee.
Hier fast kein Spalt. Musste zwar ein bisschen nachjustieren, nachdem ich den ersten Reflektor eingebaut habe, leicht angeschraubt habe, hat sich die Scheibe etwas verschoben. Die Scheinwerferscheibe, oder nennt man es Scheinwerferscheibe? Ich kann nur als Tipp geben, ich habe wirklich diesmal genau hingeguckt. Schaut euch genau an auf den Bildern, falls das noch vor euch habt, den Bau, die Prägung. Hier steht das R auf dem Kopf, macht es wirklich so. R2 hier oben links in der Ecke, R1 hier unten in der Ecke. Weil ich habe Videos gesehen, wo die Leute den ganzen, die ganze Baugruppe, ich wollte jetzt nicht Scheiß sagen, nochmal auseinandergebaut haben, weil es einfach nicht gepasst hat. Danke nochmal für eure Videos, dass ihr auch so ehrlich wart und habt mal, was stehen lassen, wo es einfach nicht geklappt hat. Jo, es macht bestimmt nicht jeder Videokanal und viele wollen das perfekte Video drehen und naja, dann schneidet man vielleicht mal was raus. Das mache ich jetzt nicht unbedingt. Nö, nicht. Ich schneide nur was raus, wenn was zu lang geht. Aber nicht, wenn was schief geht. Das mache ich nicht. Man müsste halt das Gefluch ertragen. So, pass auf, jetzt mache ich einen Fehler. Also jetzt, und zwar, ich gucke jetzt genau, mal raus. Habe ich hier vielleicht nochmal Glück. Hier die Nut nach oben. Und hier die Schraubenöse muss oben sein. Ich will mich nicht schon wieder blamieren wie bei der Stoßstange vom letzten Mal. So, was brauche ich? Ich brauche eine was? Beppe. Das sind die fetten Dinger. Was hatte ich jetzt in der Hand? Ich hatte das jetzt in der Hand. Ich kann mal auch wieder schlecht anfassen mit rechts. Naja. Die Schraube frisst sich rein. Ein bisschen locker. Aber. Nee. Dann nehmen wir noch mal den hier. Ja, in dem Fall ja, wieder besser. So. Das labert noch rum. Ne? Ja, kriegt man langsam Angst, dass ich hier das Ding durchdrehe. Na. Ich glaube, jetzt ist das scheiß Kreuzschlitz ausgeleiert. Gibt's da nicht. Hat der fast gar nicht mehr. Ja, der ein bisschen besser. Ruf mal was hier. Krieg ja wieder schlechte Laune. Ah.
fester ranbrummen möchte ich es nicht. Klappert nicht, aber hier ist ein Spalt. Na gut, das geht vielleicht im Chrom komplett unter oder ich habe mal wieder was falsch gemacht. Aber eigentlich Ecto-Schraube, oben Schraube. Jetzt nochmal gucken. Ecto, Kante oben. Oben. Ja, eigentlich passt's. Ecto-Schild, ne, wenn ich jetzt Ecto sage, ist Ecto-Schild gemeint. Jetzt haben wir gleich wieder die dicke Wumme. Die DB-Schraube. Und versuchen das. Ist das nicht so blöd? So blöd. Fassen. Ich fass es, ne? Das ist so. Ja, da. Nee. Chrom de la Chrom. Jetzt, also mal vielleicht ablegen. So vielleicht. Nicht alles in der Luft halten, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Matte legen. So, und jetzt können wir doch komplett auf die Matte gehen. So lange, bis es halbwegs hält. Und jetzt schmack es rein und wieder. Naja, ist wahrscheinlich so. Mal ein bisschen polieren dann gleich. So. Und jetzt schweißen wir die zwei Dinger zusammen. Und wehe, ich habe es wieder falsch. Boah, das ist so massiv. Das ist so schwer, so fett. Schon immer normal. So. Nimmst du Chrom? Guckst du hier, machst du den bewusst rein. Die Schraube. Und das wird alles DB sein. Genau die Schrauben, die wir gerade verbaut haben. Also normalerweise ist der Akku jetzt nicht rot. Scheiße, ich muss wechseln. Boah. Ich hoffe, die Aufnahme ist noch drauf. Boop. Zweiter Schnitt. Akku-Desaster. So, mit zwei halben Akkus hier gearbeitet. Jetzt schrauben wir mal kurz was an. TB. Und danach lästere ich ein bisschen noch rum. Come on. So. So müsste es klappen. Wieder ein bisschen auf die Matte legen und dann hier irgendwie glücklich es nicht schaffen. Doch, jetzt. Daneben. Jawohl. So. Again. So, normal. Nochmal. Und gerade bitteschön, nicht schief. Gut. Das waren AP-Schrauben. Ich brauche aber die dicken, fetten. Oh, habe ich jetzt die falsche reingedreht? Vom Kopf her sieht es gleich groß aus. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe eine AP reingeschraubt. Ja gut, Modellbau Ehre hin oder her. Ich werde die nochmal ersetzen, die Schraube. Es sei denn, jemand kann mir, ich spule mich beim Schneiden und Rendern, gucke ich nochmal genau hin, was ich damit angestellt habe. Aber wahrscheinlich habe ich in den AP-Schraubensack reingegriffen vor lauter Euphorie. Weil das Ding ist so groß, so schwer, so chromig. Ja, dass ich einfach sage, nimm die Schraube, die am nächsten liegt. So, du kommst noch mal raus.
Komm ich nochmal raus. So, Klaus, Dankeschön. Komm, wir gucken mal schnell. War die Arbeit umsonst, weil die AP-Schraube ist jetzt doch ein bisschen. Es war schon die richtige. Naja. Der Noob hat wieder zugeschlagen. Sauber. Akku, mal gucken. Oh, ich habe noch 10 Minuten, würde ich sagen. Ich schaff das. So. Ja. Das kriege ich hin. So. Knack. Es klappert nichts. Und wenn, das sind das nur die Scheiben jetzt hier drin oder so, wo ich vielleicht noch was festziehen muss. Ansonsten haben wir zwei AP übrig, zwei DB Schrauben übrig und eine BM. Ich denke mal, das liegt im Normalen. Aber jetzt nichts vergessen. Es ist natürlich pervers. Also mir hätte eigentlich eine Ebene gereicht. Als Frontverkleidung oder wie nennt man es denn? Ja, mir fehlt mir das Wort. Es ist schon gigantisch groß. Und jetzt, ich habe extra nochmal das Bandzeug rausgesucht. Oh, ist ja ein Ding. Ja gut, die Amis müssen es immer betreiben. Die bauen immer ein bisschen größer. Wenn der Rest dann auch so groß wird, wird es ein Platzproblem wieder bei mir. Aber wenn man die Chromteile so sieht, da fallen so kleine Macken hinten nicht mehr auf. Ja. Was mich stört, ist ein bisschen hier. Hier kann man das zeigen. Hier geht es ein bisschen auseinander. Das sieht man jetzt schlecht. Aber hier, was ist so? Hier ist es halbwegs gerade, aber hier geht es ein bisschen. Mal gucken, aber das ist jetzt jammern. Ich denke mal, das ist dem Modell geschuldet. Ich könnte ja drücken und machen. Hier der Spalt. Aber ich glaube, der geht in grobem Gefunkel unter. Hier ist er halbwegs okay. Ich würde sagen, da ist eine Biegung. Da ist eine Biegung drin. Und wenn ich jetzt ein bisschen Kraft drauf mache, dann macht es wahrscheinlich ein Peng. Ja, wahrscheinlich. Gut. Belassen wir es dabei. Ach. Trabant und Ecto. Ein ungleiches Duell. Von der Masse und Größe, würde ich mal sagen. Ne? Okay, was haben wir denn? Ein Rad bauen wir wieder. Oh, das ist cool. Dann kann ich morgen wieder mal kurz was bauen, wenn es wieder spät wird. Und dann kommen wir zum Getriebe. Aber morgen gebe ich mir das Rad. Da kann ich ein bisschen entspannen, denke ich mal. Ne? Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei beim Ecto One, beim Ecto 1, das Ghostbuster Ecto-Mobil. Ciao, tschüss und naja, sieht schon geil aus. Passt doch gut zum Hintergrund hier hinten. Zu dem Metallglötzle. Nice. Ja, jetzt haue ich noch was rein, was schiefgegangen ist, zum Beispiel beim Anmoderieren. Ciao, tschüss, euer Metal Storm. Tschüss. Hallo zusammen, hier ist der Metal Storm X, der Modellbau Noob und guten Abend. Einer muss noch gehen. Und das bin ich. Oh Mann, ey, echt.